Hallo und willkommen, liebe Tennos. Fotora-Szene. Das Ganze geht heute hier nur darum, deswegen dieser kleine Guide. Im Laufe des Spiels bekommt man einige Fotora-Szenen, ja, zigmal und etliche Mal, indem man da halt einfach öfter spielt und sie dann erhält. Insgesamt, alles in allem, sind Fotora-Szenen auch handelbar. Beziehungsweise wir können sie dann ja auch weitergeben, vergeben und damit können wir dann zum Beispiel auch unter Umständen unsere Währung etwas auffüllen. Und zwar Platinum könnte man dafür bekommen, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, wie kommen wir überhaupt in diesen wundervollen Modus. Der wundervolle Modus, der macht nämlich Fotora. Das heißt, wie das Wort natürlich schon verspricht, wir müssen hier erstmal in unserem Rädchen und diesmal auf Aussehen. Und dann haben wir hier zwei Sachen, einmal Aussehen im Chat verlinken. Das wollen wir natürlich nicht. Was wir wollen, ist Fotora öffnen. Dann öffnet sich dieses schöne Fenster und wir haben alle Fotora-Szenen hier in der Auflistung. Alle mit dem kleinen Auge sind die, die ich gerade noch nicht besitze. Deswegen steht da Vorschau und die weiter oben, die haben wir schon. Wir haben noch nicht alle, wir brauchen auch nicht gleich alle. Aber das ein oder andere schöne, nette Bild kann man denn vielleicht schon machen. Das ist nämlich das, ja, was hier eigentlich angesagt ist bei diesen ganzen Fotora-Szenen. Also wir bekommen diese Szenen bzw. Räume, wo wir uns dann wirklich frei bewegen können, um dann am Ende schöne Bilder zu machen. Werden wir doch einfach mal zwei testen. So, und wir nehmen, was nehmen wir hier? Versteck des Stalkers. Okay, das klingt interessant. Da war ich echt noch nie drin. Aber da können wir natürlich genau das gleiche machen wie in den anderen. Wir haben da keine Gegner. Also ihr könnt euch eure Waffen sozusagen nehmen, mitnehmen, wie ihr es gerade braucht. Denn es geht darum, ja, schöne Bilder zu machen. Ja, wenn der Hintergrund dann natürlich auch schön genug ist. Aber, und wir haben immer wieder das Problem, wir kommen ja gar nicht erst hier vernünftig ran. Dazu kann man nämlich in diesem Fotora-Modus nämlich sich hier mit der Kamerasteuerung frei bewegen. Wir können Screenshots aufnehmen, die Feldanzeige umschalten. Wir können die Zeit weiterlaufen lassen. Wir können uns aber auch das Ganze ins Drehen, wie wir gerade wollen. Wenn wir der Meinung sind, in Schräg sieht man dann vielleicht etwas besser aus. Ansonsten können wir es in alle Richtungen neigen und auch uns frei bewegen, würde ich mal sagen. So. Und damit können wir hier schon eigentlich wieder raus. Was passiert? Die Zeit bleibt stehen und wir können dann nämlich quasi uns positionieren und schöne Bilder machen. Wobei ich echt finde, ja, das Fotora ist hier nicht wirklich für tolle Fotos, Screenshots oder ähnliches geeignet. Also da muss man natürlich gucken, was man da hat. Deswegen gehen wir also noch einmal rein und nehmen uns ein anderes, was definitiv ein bisschen besser ist. Arsenal, Aussehen und Fotora öffnen. So, auf für mich sind wäre das hier jetzt relativ gut. Da haben wir auf jeden Fall was Helles mit drin. Umbras Hof zum, wäre das hier. Aber wir haben auch viele andere Fotoras schon, wo wir dann ja schön einfach nur cool aussehen können. Also wir haben ja hier die Höhle und dann können wir, haben wir draußen den Ausgang und haben hier definitiv mal eine schöne Fotoperspektive. Nur wer steht im Weg? Ja, man sich selbst. Nein, das können wir natürlich ändern, indem wir hier einfach die Zeit anhalten und uns drehen können, wohin wir wollen mit unserer freien Kamerasteuerung. Da hält doch glatt auch mal die Zeit an und da haben wir es dann natürlich im Weiterlaufen, läuft auch unser Wasser weiter. So, und dann können wir am Ende hier unser Bild machen, weil im Bild hält es ja sowieso an. Sogar die kleinen flimmernden Dinger am Himmel, die bleiben alle komplett stehen. Da war es jetzt schön zu sehen, die Blätter, die noch runterfallen und wir haben auch Bewegung mit am Himmel. Da müsst ihr einfach mal reinschauen, was habt ihr vielleicht für Fotora-Szenen und was wollt ihr da für schicke Bilder von eurem Game machen. Vielleicht mit der Knarre schön zu sehen oder ja, man guckt sich einfach halt nur mal so. Das kann man definitiv alles machen mit Fotora-Szenen und im Spiel gibt es reichlich davon. Selbst für kleine bzw. anfängliche Spieler gibt es dann auch schon welche. Durch, ja, durch normales Spielen bekommt man einige.
Und im Inventar sieht man auch die Aufschlüsselung, welche man wie oft hat. Wenn wir zum Beispiel jetzt über unser Inventar eingehen, dann haben wir alle unsere, und damit sehen wir schon hier, eins haben wir über 100 Mal, andere dreimal, zweimal oder auch 70 Male. Da haben wir alle, die wir so jetzt aktuell besitzen. Aber insgesamt, was jetzt hier natürlich dann auch vielleicht noch nicht gesagt wurde, ist nämlich das auch in der nochmal rein, dass da auch drin steht, wo die herkommen. Ich glaube, das haben wir so noch nicht gesagt. Alle oberen besitzen wir, sind übrigens handelbar, kann man unter Umständen auch ein paar Platinum für bekommen, wenn man dann zu viele Protora-Zähne hat, die sie nicht braucht oder einfach handeln tauschen will, sind diese unter Umständen auch mal, ja, gute 100 Platinum wert. Hier unten haben wir dann das Auge und da wäre dann die Vorschau, wo das Ganze herkommt. Die Zähne kann in den Kulissen von Großmutter erlangt werden, Kuriositäten. Das heißt, wir müssen zur Großmutter, dann können wir sie da kaufen. Ja, bei Großmutter ist nichts billig. Und das nächste wäre dann auch bei Großmutter zu kaufen. Was haben wir noch so im Angebot? Amphitheater. So, genau. Die Zähne ist in Angeboten Arthritis im Duviri. Das ist natürlich klar, die bekommen wir hier alle im Duviri, die Duviri-Zähne. Und so funktioniert das Ganze auch, dass wir die Zähne da bekommen, wo eigentlich der Spielmodus dann da ist. Und wir haben noch einiges an Ausnahmen, dass es das Ganze nicht nur bei einigen Händlern gibt, sondern ebenfalls zum Beispiel unseren 6 Syndikaten. Und mittlerweile sollte ja jeder Tenno da schon ein wenig fortgeschritten sein, ab Rang 5 leider erst. Gibt es nämlich ganz weit unten unter Umständen 3 oder sogar 4 sind hier. Bei denen hier 4 Protora-Zähne angemarkert, welche wir gekauft haben und welche wir halt noch nicht gekauft haben. Diese, ja, ist natürlich frei, ob wir das brauchen oder halt nicht brauchen. So, so funktioniert das Ganze jedenfalls definitiv hiermit. Wir können sie also in den Angeboten hauptsächlich eigentlich schon viele und schöne kaufen, wenn wir sie noch nicht im Spiel bekommen haben. Und einige bekommen wir natürlich dann auch schon vorher. Hier haben wir zum Beispiel 3 drin und die haben wir uns alle schon geholt. Da können wir definitiv vernünftig Fotos machen. So Leute, jetzt haben wir aber genug gescreenshottet. Dann möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Wer möchte, kann gerne ein Like da lassen, was in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht für Fotora-Szenen habt oder welche euch da vielleicht richtig supi gefallen. Würde mich auch interessieren. Das könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Dann danke fürs Zuschauen. Euer Remi. Man sieht sich.